Nächster Teil der kleinen Serie. Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Wir sind jetzt am Ortsrand von Manderscheid auf einer der Manderscheider Burgen hier in der Südeifel. Und diese Manderscheider Burgen, das sieht man gleich, das sind heute zwei Ruinen. Und die sind insofern interessant, als sie hinweisen auf die territoriale Zersplitterung der Eifel im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit. Und auch darauf, dass die Eifel eigentlich immer von großen auswärtigen Territorialherren beherrscht wurde. Also die Baugeschichte ist nicht ganz klar, die Gründung der Burg ist nicht ganz klar. Die Oberburg ist vermutlich die erste von beiden Burgen, vermutlich im frühen 12. Jahrhundert gegründet worden und sehr schnell ins Eigentum der Erzbischöfe von Trier gelangt. Also spätestens unter Albero von Montreux, dem Erzbischof, der auch Himmerod gegründet hat, war das hier eine trierische Burg, aber umgeben von Luxemburger Gebiet. Und die Luxemburger ließen es sich nicht nehmen, sehr schnell sich auch zu schützen und diesen strategischen Punkt auch zu besetzen. Wir sind auf der trierischen Oberburg und unten liegt dann die Luxemburger Niederburg. Also zwei Burgen gleich gegenüber zwei Territorialherren, die natürlich nicht immer friedlich zusammenlebten und die unterschiedliche Interessen hatten. Die Niederburg ist insofern wichtig gewesen, als sie den Verkehrsweg kontrollieren konnte. Das heißt, die lag unten im Tal. Man sieht heute noch die moderne Straße, die dort entlang führt, die auch Richtung Autobahn führt, also heute wichtig ist. Und die war von der Unterburg gut zu kontrollieren. Die Unterburg wird fast auf drei Seiten umflossen von der Lieser. Man kann die Lieser von hier aus, naja, schwach erkennen unterhalb der Straße. Und die macht einen großen Halbkreis, umgibt die Burg. Und da unten sind Wiesen. Da unten ist eine kleine Burgsiedlung heute noch. Und es gab eine Fehde zwischen den beiden Burgen, wo der damalige Erzbischof Balduin von Luxemburg, der große Balduin von Luxemburg, der auf dem Trierer Erzbischofstuhl saß, wo der versucht hat, die Burg unten zu belagern. Das ist aber nicht, es ist nicht gelungen, sie einzunehmen. Also ein spannungsreiches Verhältnis. Interessanterweise der Ort, von wo aus die meisten Besucher die Burg wahrnehmen, der liegt hinten an der Straße, die man dort erkennen kann. Und da sieht man fast diese beiden Burgen wie eine. Das heißt, die liegen so hintereinander, dass man den Unterschied eigentlich kaum erkennen kann. Wie fast alle Burgen der Eifel sind diese Burgen von den Franzosen zerstört worden. Im sogenannten Pfälzischen Erbfolgekrieg, das war unter Ludwig dem 14. Und da ist die Eifel massiv verwüstet worden. Da sind viele Burgen zu Ruinen geworden, die danach nicht wieder aufgebaut worden sind. Weil eigentlich hatte sich die Lebenszeit der Burg zu dem Zeitpunkt schon überlebt. Durch modernere Waffentechnik war es uninteressant geworden. Heute sind das interessante Ruinen. Beide sind inzwischen im Besitz der Stadt Manderscheid. Die Oberburg ist frei zugänglich jederzeit. Die Niederburg unten, da muss man Eintritt zahlen. Da gibt es einen kleinen Shop, da gibt es eine Infrastruktur auch dafür. Und unten kann man diese kleine Wiese, die Turnierwiese, erkennen. Da findet jedes Jahr das große Manderscheider Burgenfest statt. Also im Mitte August ist das immer. Und dann werden Ritterkämpfe und allerlei Vorführungen, Mittelaltervorführungen dort unten abgehalten. Das ist eines der großen touristischen Highlights hier in der Südeifel. Aber insgesamt, man kann die Einbettung in diese Tallandschaft gut erkennen. Insgesamt die beiden Manderscheider Burgen, einer meiner Lieblingsorte.